So, servus Leute. Oh Mann, jetzt gerade ein halber Herzinfarkt. Schön für morgen. Oh. Oh, erstmal Kaffee, geh aus der gute Laune-Tasse. So. Verdammt, mir ist gerade eben die Birne geplatzt. Also von der Lampe. Das ist so eine. Das hat gerade eben meinen Schlag getan. Oh, hier sind überall noch so kleine Glassplitter, aber die räume ich gleich später weg. Verdammte Axt. Ich sag's euch, ich wollte die verschieben, ja, und dann auf einmal hat's Bang! Wie so ein Böller, der direkt vor ihm explodiert. Morgens noch so ein bisschen verstrahlt ist. Das ist nicht ganz so cool. Ja, aber alles gut. Ich hab's so ausgemacht und ist jetzt halt so. Ja, ist halt kaputt. Ich wurde jetzt von ein paar Leuten angesprochen, ob ich nicht auf Trimax reagieren könnte. Ich kenne den Burschenet. Jetzt auf den ersten Blick scheint es ein größerer Streamer zu sein und der macht sich fit übers Boxen, ja, beziehungsweise für ein Box-Sparring oder Boxen oder für einen Boxkampf. Ich bin da überhaupt nicht in der Materie, ja, und knall mir jetzt mal das erste Video von ihm rein und ich bin nicht vorbereitet. Ja, das heißt, ich habe mir da jetzt nichts rausgesucht oder sowas und würde mir das Ganze jetzt erstmal anschauen und eventuell auch meinen Senf dazugeben. Also höchstwahrscheinlich meinen Senf dazugeben. Ich bin mal gespannt, was mich erwartet. Und ja, von euch werden das wahrscheinlich schon einige kennen, aber die anderen vielleicht auch noch nicht. Ich bin einfach mal gespannt, was uns erwartet. So, und aus der Trainersicht, ja, genau, was ich da zu sehen bekomme. Ich bin mal gespannt. Ich mache mich mal klein für euch, dass ich euch da nicht so nerve. Ja. So, zack, zack. So, und dann starten wir mal das Video. Moin Leute, Trimax hier. Am 1.8. gibt es einen großen Boxkampf gegen Mickey. Oh, Henki ist auch am mit dabei, der wird 1.8., gegen Jeff okay. Strobel kämpfen. Romatra ist auch Da dabei, wollen sie der wird gegen kämpfen. Les kämpfen, der kann jetzt aber hier nicht mittrainieren. Heute gibt es das erste Training. Wir haben uns einen sehr, sehr guten Trainer geholt, den Alex. Macht Na. Selbstverteidigung, Boxtrainer, Fitness-YouTuber, ist genau der Richtige. Wir müssen nämlich richtig schön fit werden. Wir sind beide so krass motiviert, das wird extrem geil. Alex, Wir haben jetzt Glück, dass wir trotz das sagt mir Corona, dem nichts. Lockdown, jetzt hier im Primetime-Fitness trainieren dürfen, indem uns das hier Ich, zu den ja, Räumlichkeiten ich meine, zumutet, es weil wir gibt hier jetzt ja ein Training extremst gemacht haben. viele, die. Wir haben uns gerade alle testen lassen, das kannst du auch mal kurz Die mit auf YouTube reinschneiden. unterwegs sind und allgemein in den Social Media Kanälen, macht ja auch Sinn. Ja? Mich kennen ja auch nicht alle. Das ist ja totaler Quatsch. Okay, da werden sie getestet. Ja, jetzt bei uns auch mit Tests darf man die Fitnessstudios jetzt nicht mehr aufhalten. Das heißt, jetzt muss alles zu bleiben. Nur noch Outdoor-Training erlaubt. Ich bin Ich könnte todesunsicher. Gerade kotzen. die Fitness-Challenge vor im November oder sowas. Das habe ich mir gut gehen lassen, 5 Kilo wieder zugenommen. Bei Henki ähnlich. Alles hat keinen Sport gemacht. Jetzt wieder erst im Abend seit langem, ne? Oh, wir sind völlig Okay. Amateure. Wir wollen richtig krass werden. Ich bin mir ultra sicher, dass ich gewinne. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wer ist euer Favorit, Miki oder ich. Es wird geil, ich habe ultra Bock. Und ich würde sagen, gehen wir direkt rüber zu Alex und der kann uns mal sagen, Ist doch was ganz wir cool, machen wenn ihr es können. so Ja, wenn wir freundschaftlich jetzt am machen. Anfang Bin ich das eh Fitnessstudio ein dann Fan auch von. machen, Ne? das ist auch viel Ich meine, es Training macht für den niemanden Organ. schlauer. Ihr müsst euch gar nicht schwitzen, weil gucken erstmal, dass ihr Technik alle drauf habt und danach in den nächsten Wochen bauen wir es auf, dass ihr wirklich athletischer wird, mehr Muskeln habt. Ich habe mir auch schon überlegt, ich habe vor der Gewinn. Augenbox gesagt, welche Hand jetzt vorne ist. Das fühlt sich ganz falsch irgendwie an. Es ist intuitiv, es ist so für mich. Ist das normal im Ja, rechten Rest? das. Okay. Wir fangen einmal hier an mit den Das Boxen. Nachrichten. Lass uns einmal hier Ach, das anstellen. Handy. Und das hat noch nichts mit der Boxtechnik an sich Sitz mal zu zur tun, sondern Seite. mit dem Rhythmus, dass wir einen Rhythmus für Schläge drauf haben. Ja. Sieht am Anfang ein bisschen So, affig dann bin aus, ich ein mal bisschen gespannt, was tanzen jetzt. oder so. Aber also Morgen, links, Schatzi. links, Ha? das ist echt affig am Anfang. Nein, Wir wird müssen nicht einen Rhythmus gespannt. haben. Wir müssen Das ist ein Reaction-Video. Rhythmus Mit dem Trimax. Ich kenne den nicht. Ja, Vorsicht, Schatzi, hier ist mir eine Lampe geplatzt. Hier sind überall noch so kleine Scherben. Ich saug gleich durch. Die ist mir geplatzt. Ne, hier vorne die. Das hat einen Schlag getan, ey. Dass du das so nicht gehört hast. Nee, das war das Ding, das ist geplatzt. Okay. Okay. Ja, Schrittarbeit. Okay, jetzt lässt du mal die Arme oben. Werbung rausgeschnitten. Am Samstag sah es gerade eben ein bisschen unbeholfen aus, aber jetzt hält er die Arme ein bisschen oben und bewegt sich. Das ist mal ganz gut. Das ist anstrengend. Ich wiege so viel, die armen kleinen Waden, Alter. Die hängen Genau, nur runter Schrittarbeit. Ja, die Haare stören. Ja, ein Ticken kürzer, dass die nicht immer vor die Augen fallen.
Das nervt unheimlich im Kampfsport. Oder halt mal so ein Zopf nach oben zusammen. Ja. Oh, das sieht doch gut aus. Okay. Ja, das sehe ich bei vielen. Bei der hinteren Faust dreht man dann zu schnell ein. Zu viel. Und die Ellbogen immer oben. Ja. Das ist das, wo ich dann im Sparring immer ganz gerne die Bodyshots dann pfeffer. Ja, das. Der legt ja nicht mal selber ein Video. Da muss man ein bisschen mehr Entspannung reinbringen, ja, die Arme einfach. Kein Instagram-Story, kein Video, man weiß gar nichts. Schön easy. Der übel Bammel. Der trainiert viel, aber ich weiß nicht, auf welchem Trainingsstand er ist. Der will die Klicks haben. Kann er haben. Jetzt aber nur als Kombo-Paket mit einem richtig nicen Knockout dazu. Der wird so liegen in der ersten Runde. Henk ist genauso, ist aber auch schon Strobel. Aber machen jetzt schon direkt Spanning, oder was? Rasiert irgendwelche Streamer-Turniere weg. Ruiniert Tonnen-Minecraft-Turniere. Baal, Minecraft, Fortnite. Rust, der macht alles kaputt. Und dann kriegt er die Rache von Henki. Der holt sich da die Pros ran. Ich hole mir hier den Pro ran. Der kriegt schön auf die Fresse. Ich finde ganz cool, dass das Boxen so immer mal so ein bisschen in den Vordergrund rückt. Also, ja, was heißt hier in den Vordergrund? Also, dass die Leute sich damit auseinandersetzen. Ja? Das finde ich klasse. Und schaut mal, nicht nur ich trage pinke Bandagen, die haben ja auch pinke Bandagen mit am Start. Geil. Wieder am Handgelenk, dass wir da immer gut Spannung halbwegs drauf haben. Immer wenn wir einmal aus. So, das hat Länge. Genau, so muss das aussehen am Ende. Im Bandagieren haben wir immer viele Probleme. Da gibt es auch zig Techniken und Möglichkeiten. Ja. Man muss immer schauen, dass man bandagiert und sich einfach wohlfühlt damit. Ja. Wenn die Leute das sehen, die werden sehen, was macht er damit eigentlich? Es sieht scheiße aus, aber es ist halt gerade besser als gar nicht. Es hat gelenkt gut, ja. Eigentlich muss man viel längere nehmen, aber wir haben halt keine anderen. Ja, immer ganz gut, wenn die halt so kurz sind, dass man hier am Handgelenkansatz ja, so viel wie möglich bandagiert, ja, dann, dass das wenigstens stabil ist. Auf keinen Fall hier den Arm hoch, weil dann verschwendet man unnötig Bandagen. Ja, perfekt. Und wir wollen auch gar nicht auf Balance, also wir wollen jetzt nicht übertrieben nach vorne. Weil das sieht doch, das sah ganz gut aus. So, wir bleiben richtig konstant. Okay, der Trainer, der hat auf jeden Fall gute Bewegung, guten Stand. Wenn der Ellenbogen ein Tick tiefer ist, das heißt, wenn wir so schlagen, ja, dann haben wir nicht so viel Energie, weil wir hier am Ellenbogen sozusagen einen Brechpunkt haben. Ja. Das heißt, wenn wir so schlagen, viel krasser ist es, wenn der Ellenbogen leicht oben ist. Das heißt, von hier oben hauen wir die Faust richtig rein. Genau. Das kommt dann gar nicht. Genau. Geht auch später von hier, von unten irgendwas. Genau, aber das ist ein Uppercut. Ja. Aber das ist einfach nur links und rechts rein. Ja. Rein mit Bauch und wieder raus und wieder konzentriert sein. Wie so eine richtige so eine Anaconda. Rein beißen und wieder raus. Ja, vorne links. Vorne links. Ja, mach dich mal rein. Ja, bei ihm sieht es echt gar nicht so schlecht aus hier. Der ist schön auf Zack. Primax, da seht ihr, der Kopf, der geht so ein bisschen ab, ja, beim Boxen. Und das ist wieder gefährlich, wenn die Schläge daneben gehen, beziehungsweise wenn der andere kontern will. Gell, jetzt mal schön aufs Kinn. Aber das ist am Anfang, das ist alles cool. Ja, man muss ja einfach mal anfangen. Man darf von den Leuten hier erwarten, dass die als Profi jetzt quasi schon direkt die erste Stunde machen. Das ist totaler Quatsch. Ist auch genauso wie... jetzt einige Leute denken, ich krieg das ja oft gesagt, ja, bevor ich beim Ilja ein Privattraining mache, will ich erstmal fit werden. Ja, das ist ja totaler Quatsch. Ich bin dafür da, um euch fit zu machen. Ja. Das war eine große Diskussion. Deshalb, das verbessert sich dann ja alles. Weil, wenn du wesentlich größer oder längere Arme hast und dann auch bullig bist, kannst du dich krank in die Ecke drängen. Das sind dann Taktiken, da werden wir dann gucken. Dass und die ganzen Videos so zu mitmachen, die sind geil, aber am Ende ist es immer besser, wenn man dann jemanden hat, der Erfahrung hat, der das einem dann nochmal aufzeigt, der auf die Fehler achtet, der einem da nochmal Tipps gibt, ja, weil man denkt sich ja immer sehr viel, ja, und ja, er arbeitet sich auch schnell mal die Fehler rein. Ja, da muss man ein bisschen Acht geben. Wie alt bist du jetzt? 23. 23? Ja, sehe ich so alt aus? Ich hätte dich 28 geschätzt. Was? Echt? 23. Ist der Bub. Krass. Aber ist halt ziemlich stabil aufgebaut. Ich bin 26. Ich bin auch 26. Ich hätte dich 28-29 geschätzt. Krass, ja. Wenn du 23 so aussehen, hast du einen Traum. Jetzt machst du aber mit einem Gewicht gehst du da nach hinten. Okay. Weil jetzt hast du ja viel mehr Energie. Stell dir mal vor, dass du eine Axt und du schmeißt sie nach hinten. Du ziehst die Axt nach hinten. Genau, das ist ja, aber das ist gut. Mach das gut, mach das mal. Ja. Wenn man die wirklich so schwingt, dann kriegt man gewinnt. Genau, einfach nur so stumpf, das ist momentan. Genau, ja.
Ich wünschte, Chef Strobel würde so einen kassieren. Das ist Chef Strobel, das ist Chef Strobel. Das ist auch ganz gut. Der lässt die auch mal easy mit aus Trainersicht Fehlern so ein bisschen reinarbeiten, damit die überhaupt ein Gefühl dafür bekommen. Ja? Deshalb, man darf dann nicht immer so auf das Perfekte dann bestehen, ja, vor allem in den ersten Stunden nicht, sondern die Leute auch mal ein bisschen machen lassen mit so leichten Korrekturen. Ja, und dann geht man dann immer ein bisschen tiefer und verbessert die Deckung, verbessert die Bewegung noch mal ein bisschen. Ja, achtet da noch ein bisschen mehr drauf. Wir wollen uns ja schützen, weil es ist ja auch relativ gefährlich, dass wir dann selber einen Schlag kommen. Deswegen hier wirklich schützen, boom. Und das ist dann eher nur ein Ablenkungsmanöver, boom, oben rein. Ich denke, dass das Boxen auch den Leuten eher schwerer fällt, die sehr perfektionistisch veranlagt sind. Ja. Weil am Ende muss man auf extremst viele achten, Sachen achten. Ja, und wenn man einfach mal ein bisschen macht ja, und immer wieder, ja, dann kommt man da schon ganz gut drin. Also man hat mehr Motivation. Ja. Und bewegt. Ich muss die Augen offen lassen. Ja, das, genau. Das ist am Anfang schwer, ja, wirklich. Ja, ja, ja. Das will, das kriegen wir auch erst das Sparring weg. Das ist auch so, er macht schnell auch. Ja. Genau, ja, ja, das ist ja, schon direkt. Ja. Haben die überhaupt einen Mundschutz drin? Okay. Ihr seht bei Trimax die extremst große Respekt. Den extremst großen Respekt. Er hält die Arme vor und verdreht den Kopf so ein bisschen weg. Ja, und dann am Ende ist es so, dass man die Handschuhe eigentlich am Kopf aufliegen lässt, ja, ganz eng, ja, und hält dann schön gegen, ja, um extremst harte Schläge dann abzuhalten. Jetzt wird eigentlich einmal zum Schluss eine harte Endbelastung, dass er mich währenddessen richtig hascht, aber danach freut er sich drüber. Einmal bis zum Ende. Harte Endbelastung. Zerstörung. Immer nur links, rechts, und ich sag dir mal an, links. Ah, okay, schön. Kratzen, Workout, random. Sehr schön. Einfach mal arbeiten lassen. Das ist mal schön mit Druck. Die Jungs, die denken, oh, welcher Schlag kommt jetzt, und müssen sich die ganze Zeit neu konzentrieren, und das belastet ja auch das Hirn, das lastet extremst aus. Ja. Ist immer anders, wenn man weiß, was man zu tun hat. So muss man immer hellwach sein. Ja, stark. Aber der boxt echt gar nicht so schlecht hier. Das ist echt gut. Der letzte ist einfach Slow-Mo ohne Kraft. Ja, ja, ja. Der dritte. Aber das ist das Heftige. Ich habe das mal gesagt, dass ich die ersten Mal bist du wirklich Endbelastung gemacht. Danach war das echt so. Ja, der ist ja schon durch. Das Luft auch. Ja. Viel Spaß, ne? Ja, danke. Der Fnatic. Der dritte. Ja. Der dritte killt ein. Okay. Aber Trimax, da seht ihr, die linke, die geht komplett runter. Ja. Am Anfang macht das erstmal nichts. Ja, das trainiert man dann mit denen rein. Ja, das, so. Aber cool, dass er das macht. Ja. Oh yeah. No jab, jab. Geil. Ja, man, bleib ruhig mal. Sehr. Ja, man. Oh yeah. Die haben Power. Ohne Scheiß. Jetzt bringt Spaß. Genau, das ist Training, das ist das Training. Der Trainer macht das echt gut. Triple Jab. Der lässt ihn schön arbeiten, dass er auch merkt hier, dass der auch ein bisschen was kann. Ja, das ist extremst wichtig. Wenn er jetzt ein Überkorrekter wäre und als Deckung hier, da Bewegung hier, ja, dann hat er auch schnell keinen Bock. Das ist dann nicht so Sinn und Ziel. Ziel hat sich nachdem vertauscht. 193 Puls. Ich glaube, dass ich überhaupt noch schaffe. Ja. Ach, stark. Die haben ja sogar so einen Bildschirm, der direkt den Puls misst. Ich hätte schön vorher nachher Training sehen können. Weil ich denke, Henry und ich starten schon aus einer. Das ist mal eine coole Anschaffung. Position. Ich will unbedingt ein Training von Mickey sehen. Aber der lädt ja keine Instagram-Stories hoch und keine Vlogs. Mach das mal. Okay. Stark. Also, ich fand's ganz gut. Gar nicht so schlecht, sehr interessant. Mich würde jetzt interessieren, oh, der Marek, den schaue ich mir auch gleich an. So, mich mache ich jetzt mal ein bisschen größer. Mich würde interessieren, kennt ihr den Trimax? Und was haltet ihr davon? Haut das gerne mal in die Kommentare, lasst uns da gerne mal ein bisschen drüber diskutieren. Trainingsaufbau finde ich klasse. Ja, hat der Trainer super gemacht. Ja. Und ich bin mal gespannt, wenn die dann
ob das dann stattfinden kann, ne, das Boxturnier, was die dann machen. Wenn man jetzt immer mal ein bisschen verfolgt, würde euch das interessieren? Genau so, wie ich meinen Senf dazugebe. Haut das gerne mal in die Kommentare. Genau, so, ich mache mich gleich mal in die Sportschule. Noch haben wir die Sportschule. Ich bin mal gespannt, ob wir die halten können jetzt in der Pandemie, wo wir jetzt komplett Lockdown haben. Oder ob es in die Hose geht und ich komplett verschuldet aus der Nummer ja, gar nicht mehr rauskomme oder rauskomme. Ja, sehen wir dann mal. Alles klar, Leute. Euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Spätestens am Dienstag gibt es ein neues Workout. Ciao.